Du hast eine Immobilienfinanzierung und deine Zinsbindung läuft bald aus, dann hör jetzt genau zu. Denn mein Name ist Roman Bach, ich bin Immobilienberater bei der Kreissparkasse Main und ich habe die Lösungen für dich. Ein Vorwartdarlehen ist, wie der englische Begriff schon sagt, ein Darlehen im Voraus. Hiermit sicherst du dir auf dem heutigen Zinsniveau schon einen Zinssatz für deine Anschlussfinanzierung, für Umschuldungen oder für die ganz klassische Neufinanzierung deiner Immobilie. So hast du Planungssicherheit und kannst jetzt schon mit deiner Finanzierung loslegen. Ein Vorwartdarlehen funktioniert folgendermaßen. Wie schon gesagt, das Darlehen ist ein Darlehen im Voraus. Wir setzen uns quasi heute oder morgen schon zusammen, besprechen die Parameter, sprich Laufzeit, Rate und vor allem Zins und Zinsbindung für in der Zukunft. Und der Vertrag, den wir dann beide unterschreiben, der greift dann in Zukunft zu dem Zeitpunkt, wo auch benötigt wird. Ein Vorwartdarlehen ist immer dann sinnvoll abzuschließen, wenn deine Zinsbindung innerhalb der nächsten 1 bis 5 Jahre ausläuft und du von steigenden Zinsen ausgehst. Das heißt, du kannst dir heute schon den Zins von morgen sichern und hast damit Planungssicherheit und kannst ruhig schlafen, ohne dir Gedanken machen zu müssen. Ein Vorwartdarlehen ist wie alle anderen Immobiliendarlehen grundpfandrechtlich abgesichert. Das heißt, Grundschulden sind auf deine Immobilie eingetragen, stehen im Grundbuch. Um zu wechseln zur Kreissparkasse, ist es dann notwendig, dass diese Sicherheiten, die schon eingetragen sind bei deiner bisherigen Bank, abgetreten werden zur Kreissparkasse. Und dementsprechend hat die Kreissparkasse dann die Sicherheit von der anderen Bank übernommen und löst somit dann auch das Darlehen bei deiner aktuellen finanzierenden Bank ab.